Der zweite Corona-Jahrgang macht seine Abschlussprüfungen und Schule hat leider nicht mehr viel mit dem zu tun, was sie vor Corona war. Alkohol, Eskapaden, Kiffen, wilde Sexorgien. Aber reden wir nicht über die Lehrer. Es soll um die Schülerinnen und Schüler gehen, die ihre Abschlussprüfungen machen, nach einem Jahr, in dem größtenteils zu Hause gelernt werden musste. Dass die Prüfungen stattfinden, ist natürlich klar, denn wir sind in Deutschland. Und wenn das Virus lernt und mutiert, müssen es die Schüler auch. Logisch. Die Prüfungsaufgaben sind aber an die aktuelle Situation angepasst worden. Etwa wie viele Menschen dürfen in einen Raum von 20 Quadratmetern, wenn sie zu allen anderen 1,5 Meter Abstand halten müssen? Oder erläutere, wie Marques Liebe in Zeiten der Cholera in die heutige Zeit passt? Oder was hast du trotz der immer wieder abbrechenden Internetverbindung dieses Jahr im Online-Unterricht mitbekommen? Notiere in drei Sätzen. Leider sind die Aussichten für die Zeit nach der Schule auch nicht allzu rosig. Der Ausbildungsmarkt leidet natürlich ebenfalls unter dieser Pandemie. Und sobald dann irgendwo nur drei Jugendliche zusammenstehen und sowas Verrücktes machen wie lachen, dann heißt es direkt, oh, verantwortungslose Jugend, illegale Corona-Party. Dabei ist es doch so, Querdenker, das sind andere. Ja, Querdenker sind meistens Boomer. Die Jungen hingegen haben sich wirklich zum allergrößten Teil bislang vernünftig und diszipliniert verhalten, um die Älteren zu schützen. Das verdient Respekt. Ich meine, die Zeit geht ja auch für junge Menschen langsamer voran als für Ältere. Wissen Sie auch noch, wenn man früher 6 Wochen Sommerferien hatte, dachte man, diese Zeit geht nie vorbei. Wenn man so alt ist wie ich, denkt man, 6 Wochen, das sind gerade mal 20 neue Corona-Regeln und 300 Mal Karl Lauterbach in der Glotze, dann ist die Zeit auch schon rum. Wenn man 55 ist und ein Jahr im Leben verpasst, dann sagt man, was soll's. Wenn man in der Pubertät ist, dann verpasst man ein ganz entscheidendes Jahr. Wie oft im Leben ist man in der Pubertät? Bei mir war es höchstens 3 bis 4 Mal. Und man hat auch in dem Alter auch ganz andere Bedürfnisse. Bei uns im Alter, wir wollen ja noch ganz viel. Wir sind ja noch nicht so, dass wir sagen, wir sind noch nicht so häuslich, heimelig, sondern wir wollen einfach raus. Wir wollen was erleben, was sehen. Und das wird uns schon irgendwie weggenommen. Tja, ich kann das gut verstehen. Alles, was Jugend ausmacht, ist nicht möglich. Tanzen geht nicht, Party geht nicht. Auch sich kennenlernen, Nähe, knutschen, ne? Sie war 17 und der Abstand war 1,50. Oder Work and Travel, Abenteuerreisen nach Australien, mal was Verbotenes tun. Reisen und was Verbotenes tun, das heißt im Moment nach 22 Uhr ohne Hund zu zweit um den Block gehen. Bitter. Hier ist unser Song der Woche, natürlich von Dennis und Jesko. Kaub und Friedrich. Chantal. Ja? Hoi, leise. Es war noch niemals leicht für Jugendliche, schon vor der Pandemie. Zusammenfassend kann man aber sagen, so gearscht waren sie noch nie. Homeschooling nervt doch nur, kaum was gelernt, viel Spaß noch beim Abitur. Schule auf, dann wieder zu, Schule auf, dann wieder zu. Du willst feiern mit deiner Crew, doch die Clubs, die sind alle zu. Zu Haus deine Eltern und du. Und es gibt keine Party, oh Corona, Corona, Corona. Und es gibt keine Party. Alle Alten sind geimpft und voll am Start. Und du kriegst nicht mal eine Klassenfahrt. Die Studis sind auch von der Rolle kein Spaß und kein Nebenjob. Ich war ja Badame. Auf zu viel Geld für die armen Studis hat die Kali-Check keinen Bock. Mit Ausbildungsplätzen ist auch voll mau. Aufstiegschancen so klein wie beim HSV. Wohnen ist teuer wie Schwein. Sieh wieder zu Hause ein. Du bist fit so wie ein Turnschuh. Aber Sport ist grad voll tabu. Die Politik hört dir auch nie zu. Und ist nicht so empathisch. Wie alt bist du? 12. Naja, gut. Boah. Und es gibt keine Party. Du willst die Welt sehen, doch die hat zu. Wer ist jung und sieht alt aus, du? Ja, die meisten Älteren sind ja jetzt geimpft und dürfen bald wieder raus. Und ich habe es eben schon gesagt, das ist prima. Ich gönne es allen von Herzen, wirklich. Die Jugendlichen müssen noch etwas warten. Da könnte es ja vielleicht mal eine nette Aktion geben. Wenn man das erste Mal wieder beim Italiener ist, danke Jugend, den ersten Grappa trinken wir auf euch. Oder ich würde vielleicht sogar noch weitergehen. Vielleicht sollte die ältere Generation im Gegenzug jetzt auch mal für die Jüngeren auf Reisen, Fleisch und Autofahren verzichten. Denn diese Jugendlichen, machen wir uns nichts vor, die werden ohnehin die Probleme lösen müssen, für die wir zu faul waren. Wir hinterlassen eine kaputte Umwelt, kaputte Schulen, eine gespaltene Gesellschaft und einen Schuldenberg bis zum Mond. Seien wir mal lieber nett zu den Jungen, oder? Deshalb hier an dieser Stelle von mir Danke. Wollte ich einfach mal sagen. Und
Wo erreicht man die Jugendlichen besser als um 23 Uhr in einem dritten Programm des deutschen Fernsehens? So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von Extra 3. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt.